can even get to cross. Moin moin und herzlich willkommen zurück bei Bloodborne. Ich muss ehrlich sein, ich habe schon wieder ein bisschen die Übersicht verloren, wo wir uns denn gerade so befinden, partmäßig. Aber das ist Schnuppe. Ich weiß, dass wir letztens bei dieser komischen Wolfstante da oben ein paar Mal gestorben sind. Und ich immer noch nicht so richtig weiß, wie ich jetzt weiter fortfahren soll. Es gab auch mittlerweile ein paar Patches. Ich hatte jetzt eine Weile Pause, weil ihr wisst ja, wie es ist. Real Life hat einen auch mal wieder eingeholt mit Studium und Lernen und bla bla bla. Das kennt ihr ja wahrscheinlich auch zu Genüge. Aber jetzt ist es an der Zeit, dass wir mal wieder ein bisschen Bloodborne weitermachen. Es gab ein paar Patches, die Ladezeit war verkürzt, fand ich, also kürzer als sonst, und in den Ladezeiten wird jetzt auch ein bisschen was angezeigt, dass man mal ein bisschen was zu lesen hat, nicht immer bloß der langweilige Bloodborne-Titel, da kommen jetzt wie bei Dark Souls auch immer von den Items so ein paar kleine Texte, die man sich mal durchlesen kann, da gehen auf jeden Fall gefühltmäßig die Ladezeiten auch schneller rum. Jetzt sehe ich gerade, wir haben 19.000 Blood-Echos, ich weiß allerdings gar nicht genau, wie viel wir denn fürs Level brauchten. Welches Level sind wir denn eigentlich? Ich suche das immer. Ich suche mich ja immer dumm und dämlich. Geschlecht, Blutechos. Steht nicht da. Würde ich mal so spontan behaupten. Na gut. 19.000. Können wir da was ausgeben? Wahrscheinlich schon, ne? Ich gehe einfach nochmal. Werden ja lange Päuschen. Ich muss mal hier ein bisschen neu orientieren. Ja, das meine ich. Da werden jetzt immer ein paar Runenwerkstattwerkzeug. Runenschmied, Carol, Schüler von Birkenwurf, transkribiert. Ja, der geht doch erstaunlich schnell jetzt. Aber angenehm schnell, besser gesagt. Nicht erstaunlich schnell, angenehm schnell, so wie es eigentlich von vornherein sein sollte. Ja, grüß dich. Mal gucken, ob wir was anfangen können. 10.000 brauchen wir. Da brauchen wir Stärke 25. Das reicht erstmal, weil das ist nicht mehr wirklich ausschlaggebend. Ausdauer. Die Resistenzen werden ein bisschen erhöht. Vitalität. Ist jetzt auch nicht so der Burner, ne? Geschicklichkeit. Kommt halt drauf an. Ich weiß halt nicht, was wir so für die Waffen noch bräuchten, eventuell. Ich bin gerade ein bisschen, Vitalität macht eigentlich als einziges jetzt momentan Sinn. So, jetzt fehlen uns hier ziemlich genau 2010 Blutechos. Haben wir denn noch was zum Kanalisieren? Nee, haben wir nicht. Oder? Waren die hier? Müssen wir kurz gucken. Nee, ich glaube, da haben wir nichts mehr. Doch, hier. Natürlich haben wir da noch was. Sehr schön. Kaltblut Tau 2, 3, 4, 5, 6, 7. Davon haben wir 3. Wie viel bringt der 6er? 1800. Wie viel brauchen wir? 2100. Da können wir jetzt noch einen kleinen nehmen. Doch. Da können wir noch... Was mache ich jetzt? Achso, das war die komische Spürung. Nicht, dass ich die alte jetzt kloppe und dann ist weg. Wo setzen wir den hin? Auch wieder die Tät. Was anderes macht keinen Sinn. Ausdauer bringt gerade mal 2 Punkte mehr. Klar, die Abwehr noch ein bisschen, aber... Stärke kannst du auch abessen. Ich mache erstmal Vitalität auch auf 25. Falsch. Ich muss noch mal kurz wegen der Steuerung jetzt gucken. Wenn man das wirklich in Weiten nicht gespielt hat. Hier war Ditte. Gut. Dann probieren wir unser Glück. Kirche war das, ne? Und hatten wir noch einen näheren? Grab. Grab Odeons. Oedons. Große Brücke. Nee. 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 Ich glaube, einen näheren Weg hatten wir noch nicht.
überlege gerade. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben bloß die Abkürzung freigeschalten mit dem Gitter da. Und müssen jetzt dort, können jetzt dort hoch und dann dahin, wo der große ist. Ach doch, das geht jetzt angenehm schnell mit dem Laden. Ach scheiße, bin ich ja falsch. Da wollte ich ja gar nicht hin. Oh nö. Das ist natürlich ätzend, dass wir jetzt erst dorthin zurück müssen. Um dann von da wieder dahin zu gehen. Na gut. Da wollte ich doch ja nicht hin, Junge. Wo wollte ich denn hin? Kathedralenbezirk? Kirche des guten Kelchs aus, ja. Dann war es das, glaube ich. Bei Dark Souls wurde ja wenigstens noch ein kleines Bildchen angezeigt, dass man so grob weiß, wo man da rauskommt. Aber hier muss man sich wirklich die Ortschaften merken. Pulverfassjägerabzeichen. Haben wir das nicht auch? Wurfmesser. Eine bevorzugte Waffe des alten Jägers Henuik. Ja, hier sind wir richtig. Gut. Na dann auf und davon. Ich sehe nichts. Oh Gott, werde ich jetzt erstmal aufs Maul kriegen. Ich sehe es schon kommen. Wollen wir wieder reinkommen. Gott, und dann gleich zum Boss. Oh, Alter, habe ich mich erschrocken. Alter, mein Herz. Mein Herz. Du Drecksau. Das kann ja wohl nicht wahr sein, dieser Scheißrabe. Ey, an den habe ich gar nicht mehr. Ich muss ja unten Lautsprecher. Immer meinen Kopf heraus, man da ist mal. Alter, Finn, habe ich mich erschrocken. Es geht auf keinen, es geht ja gar nicht. Mein Herz. Ich wollte ursprünglich eigentlich PT aufnehmen. Hätte ich es mal lieber gemacht, hätte ich mich wahrscheinlich nicht erschrocken. Zumindest nicht so am Anfang. Boah, Drecksau. Wie wir da oben hinkommen, weiß ich immer noch nicht. Gibt es da hinten? Sieht es da sieht aus wie ein Durchgang? Mal gucken. Irgendwie kommen wir da schon hin. Ja. Nein! Falschen Knopf gedrückt! Also nicht richtig gedrückt, weil ich damit. In your face! Da ist der, aber ich wollte gerade sagen, da fehlt doch noch einer. Oh, der hat einen anderen umgekloppt, oder? Ach nee, der macht so komisch. Der macht halt diese komischen Magiekugeln. Ja. Das war nicht so gut. Alter, da oben, ne? Diese Ratte. Nein, ich drück da unten den falschen Knopf. Wenn man da einmal raus ist, ne? Das blöde Spielrohr. Wie konnte ich denn noch das Waffe wegstecken? Ach ja, gut. Haben wir denn irgendwas Nützliches noch? Blitzpapier. Gut, das Blitzpapier kann ich dann bei der komischen Tante einsetzen. Ähnlich wieder abhauen. Ey, der Typ dort geht mir auf den Kranz. Immer schön hinten hinter dem dicken Verstecken vor allen Dingen. Jetzt hat er erstmal was ordentlich auf den Sack bekommen, der andere. So.
Puff. Läuft auch flüssiger, oder? Ein bisschen. Wenn die so verpufft sind, hat es meistens immer ein bisschen geruckelt. So, da hinten stand noch einer. Gruß. Quacksalberkügelsche. So, hier sind jetzt diese Stabheinis. Zack, zack, zack. Nein, da lebt noch. Zum Glück ist er dumm. So, was machen wir jetzt? Da hinten ging's weiter, da geht's weiter. Und da ist ein Boss. Ich würde ja gerade den Boss erst machen, bevor ich irgendwo anders hingehe. Aber haben wir ja gehörig auf den Sack bekommen. Hm, ja, nützt ja nichts. Wir machen mal den hier. Grüß dich. Schreien hier nicht so rum. Nee, nicht daneben schlagen, Mensch. Junge. Nimm den mal bitte. Achso, ich drücke wieder den falschen Knopf. Ui, das war eng. Das ist ein alter Hut, Kollege. Puh. Aber das Blitz hat jetzt nicht wirklich viel Schaden gemacht. Hat es denn jetzt Komisches gemacht? Ich mach's doch nochmal, wir haben ja genug. Der hat gesessen. Nee, scheiße, nicht richtig getroffen. Na komm. Mach irgendwas. Nicht rechtzeitig weggekommen. Mann. Was macht? Was ist denn das immer? Ich lass mal jetzt hier lieber Zeit bei der Alten. Das war dumm. Das war richtig dumm. Das war noch dümmer, weil ich wieder einen falschen Knopf gedrückt habe. Ich drücke mal einen falschen Knopf, wenn ich Energie nehmen will. Da drücke ich immer Viereck anstatt Dreieck. Ich weiß nicht warum. Ach, scheiße. Aber ich glaube, bei dem Bus muss man sich echt Zeit lassen. Ich glaube, mit hektisch da kaputt machen ist nicht viel. Du hast wohl den Arsch offen. So, du erschrickst mich nicht nochmal. Geh weg. Ich hab dich schon wieder gehört. Das ist ekel. Schön nur für Oma.
immer diesen falschen Knopf gedrückt, ey. Und das letzte Ausweichen war natürlich dumm. Muss man zur Seite ausweichen, notgedrungen. Zap, zap. Dass die hier natürlich auch gleichzeitig kommen müssen, hier die Affen. Den anderen da nicht. Das finde ich unfair. Ja, jetzt ist wenigstens der Lobby weg. Ich wusste gerade nicht, ob er nochmal schlägt. Ich hatte gerade ein wenig Angst. Na, hier schlägt noch zweimal. Weißt du, müsste ich nicht machen, aber ein paar Kugeln fürs Lager kann auch nicht schaden. Elixier, was ist denn das? Flüssige Medizin, die Stillkörper unauffindbar macht. Na, können wir uns quasi verstecken wahrscheinlich, wenn wir uns nicht bewegen. Für PvP wahrscheinlich nicht ganz schlecht. So, jetzt aber meine Sonne gibt's auf den Sack. Hat er gar nichts abgezogen. Das war schön ins Gesicht. Schon weg, der Blitz. Na. Ist die ätzend, da hat man wenigstens kann man sich ja ein bisschen bewegen. Ah, zu früh ausgewischt, Scheiße. Was das immer bedeutet, frage ich mich. Nee. Schön vorbeigesprungen. Gehst du mal bitte ein bisschen nach hinten? Ich kann mich hier nicht bewegen. Wow. Schade. Nee, gerade dann macht die Ratte den Sprungangriff. Das kann doch nicht wahr sein. Na komm, mach deinen Sprungangriff. Tu es. Ich bin doch rechtzeitig ausgewichen. Come on.
Come on. Wir brauchen echt viel Geduld bei der. Könnt ihr mir fast vorstellen, wenn sie die Attacke macht, dass man die da stunnen könnte. Weil sie ja vollkommen ohne Deckung ist in dem Moment. Ach, wie bitte, die hat mich erwischt. Wie bitte? Die hat mich erwischt. Schön, dass sie sich jetzt in der Luft auch mitdreht. Das finde ich auch immer so unfair bei manchen Spielen. Dass sie sich in der Luft dann auf einmal mitdrehen. Hier, was soll denn das? Das war gut. Ach, überhaupt nicht unfair. Nein, Quatsch. Das war nicht unfair. Quatsch, Quatsch, Quatsch. Erwischt er mit 80 ziehe ich da ab, ey. 80. Willst du mich verarschen? Ernsthaft jetzt? Versucht die da mal zu stunnen, wenn sie den komischen Angriff macht. Ach ja, die heilt sich ja auch noch toll. Das ist ein nerviger Kampf. Ach, nochmal. Ach, jetzt machen wir schon so. Was war das? Du hast ja keine Chance. Ich bin viel zu schwach für die. Und wenn die sich immer heilt.
werde ich gerade ein bisschen übermütig. Scheiße. Ich komme nicht weg, ich komme nicht weg, ich sehe auch nichts. Ich hatte sie gerade hier komisch gestunt, wie gesagt. Alter Schwede. Alter Schwede. Alter Schwede. Alter Schwede. Ah, Goldanhänger. Mit der letzten Blutfiole, ey. Meine Fresse. Aber ich wollte dir jetzt. Ich war eigentlich da drauf und dran zu sagen, ach komm einfach drauf. Stirbst eh gleich. Hast eh keine Chance. Oh, irgendwie hat es ja dann doch geklappt. Manchmal ist halt brachial doch die bessere Lösung. Meine Fresse, so eine ätzende Alte. Meister Willem, ich will mich verabschieden. Oh, ich weiß, ich weiß. Was wollt ihr? Mich betrügen? Nein, aber ihr hört nicht zu. Ich schwöre, das Diktum gilt für mich. Wir sind vom Blut geboren, Mensch geworden durch das Blut. Der Licht vom Blut. Unsere Augen sehen noch nicht. Fürchtet das alte Blut. Ich muss jetzt gehen. War das der German aus dem Hain? Sah ein bisschen so aus. So, wieder was geschafft, Gott sei Dank. Sonst ist ja nichts mehr, aber 25.000 haben wir. Da gehen wir auf jeden Fall erstmal zurück.